Herzlich willkommen zu Grotenburg TV, heute nach dem 3-0 bei Kapellenerf. Bei mir ist Doppeltorschütze Christian Alder. Beschreib doch mal das Spiel kurz aus deiner Sicht. Ja, ich glaube, erstmal war es ein ganz verdienter Sieg heute. Wir haben heute von der ersten Minute an sehr konzentriert gespielt, sehr kompakt gestanden, was wir uns auch vorgenommen haben. Und wichtig war heute mal, dass wir auch in Führung gegangen sind. Und dann ist es gegen uns einfach auch schwer. Und so müssen wir die nächsten Spiele auch auftreten, kompakt sein. Das ist, glaube ich, hier in der Liga am wichtigsten. Jetzt hast du ja ein schönes Freistoßtor gemacht zum 1-0. Wie oft übst du das? Ja gut, ich übe das schon öfter. Also schieße schon gerne aufs Tor, schieße auch gerne Tore. Habe die letzten Jahre immer viele Tore gemacht, auch Freistoßtore. Und ja, wenn die Stürmer vorne viele Freischüsse rausholen, dann werde ich noch einige Tore machen, hoffentlich. Gut, ich nehme an, unter der Woche ist es ein bisschen lauter geworden. Jetzt eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Mittwoch. So kann es weitergehen.